Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Nein, ich bin nicht Darcy, der sagt 2014. Da haben wir schon den Besten dabei. Hallo Darcy, grüß dich. Bist du auch wieder dabei? Nee? So, ja. Und dann haben wir natürlich unseren Sklaventreiber, den Willow Kutus. Bleib mal eben so stehen. Tschüss, dann kann Gott. Ich da hinten so einen ins Genick geben für den blöden Spruch gerade. Und ich glaube, ich sehe doppelt. Ihr schaut beide gleich aus. Ja, du siehst genauso aus. Genau. Ja, ihr habt beide Kappel auf. Bei mir. Wir haben ja heute auch ein bisschen. Okay. Genau, wir haben ja heute ein bisschen was vor. Wir haben ja das letzte Mal ein bisschen Geld verdient. Genau. Ne? Und gerade schon wieder was ausgeben. Wir haben schon was ausgegeben, offscreen, ne? So eine Maschine zu platzieren, klar, aber werdet ihr dann vielleicht später sowieso sehen, wenn wir sie füttern müssen. Aber wir wollten ja noch irgendwas kaufen. Was war denn das nochmal? Eine Seemaschine. Ja, mein Abendessen. Jetzt sagt keiner mehr was. Jetzt gib ihm doch irgend so ein Schwein oder so, dass ich dich da jetzt auf den Grill legen kann. Ich hole mir jetzt eine Kuh und schlacht die Kuh. Mach dein Steak, hast recht. Ja. Genau. Ja, was brauchen wir noch? Eine Seemaschine wollten wir noch kaufen, oder? Genau, wir bräuchten noch eine große Seemaschine. Dann hattest du noch irgendwas gesagt von Frontlader, brauchen wir auch noch einen. Jo. Um die Maschine zu futtern? Mach richtig. Die niedrigen Dienste hier. So, ich kaufe mal eine zweite Seemaschine. Das sieht so geil aus, Leute. Achtet mal genau drauf. Der steht Macht da, hat eine Lanze und die schwebt. Ja, das schaut cool aus. Und da kommt Wasser raus, aber da ist kein Schlauch dran. Oh, komm. Komm, du wirst auch mal eben gebadet. Nee, komm, mach mal lieber den Traktor sauber hier, komm. Der ist schon sauber. Wo sind die Seemaschinen? Da ist die Seemaschine. Ich kaufe die einfach die gleiche, die wir schon haben, oder? Ja, ja, sicher, die große. Fahr mal den Traktor weg und dann hol er den anderen hin. So, und am Frontlader haben wir gesagt, kaufen wir noch. Kaufen wir auch einen Mod oder einen Original-Frontlader? Kauf doch einen Mod. Weiß nicht, was sagt der Darcy dazu? Solange es nicht wieder so ein Reinfall wird. Was für ein Reinfall? Ja, dass es nicht funktioniert. Ich nehme einfach den Standard-Lizard, der aber halt mehr Fruchtsorten kann, aber wozu eigentlich? Silage können es alle, glaube ich. Ach, schau mal. Du bist verantwortlich. Genau. Richtig, du bist verantwortlich, wo unser Geld hingeht. Ja. So, steht alles beim Händler unten. Ja, dann geh doch hin und hol den Scheiß ab. Wir müssen ja ein paar Felder, müssen wir ja auch ein bisschen leeren, ne? Ist richtig, ja. Häckseln müssen wir auch noch. Häckseln müssen wir auch noch. Jetzt ist die Frage, mit was fangen wir an, mit dem Häckseln? Ja, aber ich würde mal sagen, irgendwer schnappt sich einen Traktor und holt die Seemaschine von da. Ja, ich bin am Putzen. Ach, jetzt erzähl doch nicht, putzen kannst du dann, du kannst ja nach dem Feierabend kannst du das noch machen. Ich hab ja schon Feierabend. Ah, du hast schon Feierabend, warum das? Ja, weil ich hab schon gearbeitet hier. Ja, ich hab immer die Leute, Trecker, die hier hingefahren. Immer die Leute, die um 7 in der Früh schon am Server sind und dann hakeln, ohne aufzunehmen. Ja, genau. Früh? Dann fang ich mal an mit Häckseln, oder? Ohne Abfahrer? Ja, ich muss ja sowieso noch dahin fahren. Bis dahin wird der ja wohl fertig sein, diesen Fender sauber gemacht zu haben. Jo, aber eigentlich brauchen wir zwei Abfahrer, würde ich sagen, oder? Ja, ist er schon fertig? Er ist ja schon fertig. Ist das so schnell gedacht? Ja, Wahnsinn. Und du hast immer noch nichts getan. Ich? Doch, ja. Ich habe angeschafft. Ich habe gesagt, was zu tun ist. Hey, Leute, ich sag's. Auf dich höre ich aber nicht. Du bist ja nicht der Boss. So, ich komme jetzt mit dem Radlader, komme eigentlich eh nicht über die Brücke, weil ich glaube, der wiegt mehr als 5,5 Tonnen. Aber wurscht, ich fahre einfach drüber. Wird schon halten. Die springen alle irgendwie heute. Die Fahrzeuge. Das ist halt die Physik von diesem ganz super toll genialen Spiel. Ja, du hast ja in deinem Kanal dieses andere, dieses Farm Racing Game. Die Physik sieht aber besser aus als die Physik, die wir hier haben. Findest? Ja, also ich glaube doch, dass die sich irgendwie besser verhält. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Fahrzeuge zumindest so ausschauen, als würden sie ein bisschen über den Boden schweben in dem Spiel. Also. So, ich stelle den jetzt einmal da hinten hin.
Beziehungsweise dahin. Ja, da steht ein Weg. Da stellen wir nicht hin. Aber haben, irgendwie haben wir fast keinen Platz mehr hier. Ja, wir müssten eigentlich. Ja, der steht eh nur jetzt da. Nachher kommt der eh zur PGA eigentlich runter. Weil dort werden wir dann brauchen. Stimmt. Genau. Weil was willst du denn hier jetzt mit dem Radlager machen? Und jedes Mal da hinfahren, das ist auch Blödsinn. Na, jetzt brauchen wir es ja nur, damit wir die, was wir in dem Silo haben, in die Futtermischmaschine unten einfüllen können. Nein, ich fahre nicht jedes Mal hin und her. Weiß ich nicht. Schaufel. Zutrauen würde ich dir. Also? Naja. Bisschen Sprit verfahren oder was? Ja, sicher. Muss ja auch noch sauber gemacht werden hier mal die Karre hier. Ja, bitteschön. Der Glas ist neu. Der kann noch nicht dreckig sein. Doch, warte, ich hab mal einen Reifen raufgespuckt, jetzt muss ich den sauber machen. Da sind jetzt Bazillen drauf. Ja, ist schwer, weißt du, ich bin ja so richtig giftig hier. Ja, das denke ich mir. Ja, warte, ich mache was mit, du. So, wie geht denn das? Ah, da. Wenn wir schon Silage fahren, oder, dann müssen wir auch einen richtigen Aufbau verwenden. Also kannst du dann langsam mal dann einschalten. Ah, das hat er schon, na gut. Der hat gerade eingeschalten. Alter, wie schnell fährt der auf Stufe 4 bitte? Wieso ist der auf 100% gestellt auf Stufe 4? Was weiß ich denn? Ja, wer ist denn da im Mittel letztes Mal gefahren? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bin mit dem Kleinen gefahren. Beim Mähen. Wie schnell fahrst du? 10. Ich kann ein bisschen erhöhen. Ja, warte, ich hab gebremst. Das passt schon. So, hat sich denn irgendeiner auch Themen überlegt? Nö. Nö. Ja, das weil ist da immer das gleiche mit euch. Ja, das war richtige. Gespräch drüber vorher, welches Thema oder welches Thema nicht. Ja, dann, aber wir ja. hatten letztens irgendwann mal so ein Thema, wo wir dann so offscreen gesprochen hatten. Waren wir denn damit überhaupt schon fertig? Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Ich auch nicht. Das ist gut. Beste Voraussetzung. War aber scheinbar nicht so wichtig, sonst hätte ich es gemerkt. Ach, du hast ja, du redest bei solchen Themen dann sowieso nicht mit, es sei denn, es ist irgendwie für YouTube. Also? Ah ja, ist halt so. Dass du dich nicht schämst, ja. Wieso ja, sollte ich nicht Chef, schämen? Als Chef da war das. Richtig. Richtig. Ja, stimmt. Ja, als Chef hat man gewisse Sonderprivilegien. Ja. Unverschämterweise. Ärgerlicherweise, ne? Naja, lassen wir das mal. Ja, also wie gesagt, Thema an sich habe ich zurzeit keins. Keines? Gibt's keine News? Game-mäßig? Nö, eigentlich nicht. Also die einzige News, die ich so mitteilen kann, ist, Witcher 3 ist auf Anfang 2015 verschoben worden. Das war irgendwie klar. Ja. Mal abzusehen. Dachte ich mir eigentlich auch schon. Mal schauen. Ja, besser, es wird später rauskommen, dafür fehlerfreier. Ganz fehlerfrei wird es ja auch nicht bestimmt nicht sein, mhm. Aber. Das, ich glaube, du kannst langsam nachfahren, weil ich glaube, wir schaffen die Runde nicht komplett. Ach. Wie Prozent hast du denn? 73. Habe ich eigentlich einen, den, wo ich durchs Feld fahren kann? Ach, ich ja. Gut. Ich habe den Abstand nicht erhöht. Das ist mir vorhin auch schon irgendwie aufgefahren. Weil vielleicht fahre ich gerade so knapp an der Grenze, dass das sieht auch so ölig aus. Was denn? Wie das beladen wird. Das ist also echt der Witz. Magie!
Und die Power dabei, oder? Also, ja. Über 90. Aber für den Omsi gibt's was Neues. Ja, ein V-Denon. Oder mein, das ist V-Denon und sozusagen V2. Drei Generationen heißt er jetzt ab sofort irgendwie. Soll jetzt demnächst wohl erscheinen. Für Omsi 2. Ja. Ich bin voll. Stopp, ich bin voll. Ja, ich bin schon gespannt drauf. Angeblich oder also anscheinend. Der beschleunigt den Trecker, das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, das ist diese tolle Fahrphysik, die kennen wir eh schon zu Genüge. Aber ich kriege ja noch einen Rappel bald. Ich habe auch bald. Aber muss sagen, auf das OMSI Add-on freue ich mich schon. No nah als Wiener ist eh klar. Ja gut, ist klar. Na klar, da freue ich mich aber ja, auch riesig drauf. Vor allem, da man scheinbar den neuen Citaro fahren kann. Irgendwie fährst du langsamer als ich. Ich fahr 10. Ja, ich auch, aber... Sag mal eben, so... Ja, der fährt dann erstmal eine halbe Meile zurück, wenn er fährt. Wie war das nochmal mit dem Runterbremsen? Bild runter. Bild runter, ja. Musst aber auch den Traktor ausgewählt haben. Komm weg. So. Weil irgendwie sind die nicht synchron. Hopp. Was war das ja, jetzt gerade? Ich fahre über die Schranke, über den Bahnsteig und fahre irgendwo dagegen. Obwohl die Schranke schon ganz oben ist. Ja, das ist mir gestern oder so auch aufgefallen. Ach, dieses Spiel ist einfach geil. Dusty, weißt du eigentlich, wo die BGA ist, oder? Nö. Einfach, wenn du den Berg runter fährst, rechts und dann ist eh schon ausgeschildert. Bei der nächsten dann gleich wieder links. Jetzt fahr ich 10 und jetzt fährst du schneller. Das ist nein, ich fahr genau 10. Ja, ich auch. Bei mir steht genau 10 und jetzt fahr ich langsamer als du. Wenn ich jetzt auf 11 wieder gehe, dann bin ich wieder zu nah an dir dran. Ja, wahrscheinlich fährt er 10,5. Alter, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, also das ist jetzt Standardgeschwindigkeit. Ja. 26%. Wenn damit noch keiner gefahren ist, dann kann das ja auch keiner eingestellt haben. Der ist neu, also mit dem ist noch sicher noch keiner gefahren. Aber ich meine, mittlerweile könntest du ja auch nebenher fahren, ne? Eine Schneise ist ja nebenher schon da. Ja, ich bin ja jetzt... Ups, Alter. Ich fahre 10 Stundenkilometer, kann man ja in meinem Video sehen, und bin trotzdem schneller als du. Ja, du kannst ja schauen, bei mir steht auch 10. Also, macht Spaß, oder? Ja, doch, das macht richtig Spaß. Ach ja, gibt Schlimmeres auf dieser Welt, oder? Ja, eben. Ja, stimmt. Wie viel Prozent hast du schon? Ich hab 0%. Tom, das war klar, dass ich nicht dich gemeint habe, oder? Wie, die Schranke ist jetzt wieder zu, dann fahr ich durch. Kaum biege ich ab, geht sie aber zu. Da gibt's aber einen Zug, der ist gerade vorbeigefahren, habe ich gesehen. Es ist nicht synchronisiert. Geht sie alles aus. Also ist genauso gut synchronisiert wie hier die Fahrphysik. Mäcki. Ja. Du fahr einfach nur weiter, wenn ich stehen bleiben sollte. Ich fahre mal auf die andere Seite jetzt rüber. So, ich hole da mal auf. Ich mach mal die Runde. Ja, mach mal die Runde. Aber 92. Das ist nämlich auch schon bald voll hier. Ja, mehr als 50 geht das Ding nicht. Das Ding. Der Deutz.
kenne jemanden, der würde sagen, ist das Schaß. Deutsch. So, ich bin voll. Ja, ich bin eigentlich schon fast da. Geht doch alles, ne? Ja, mit zwei Abfahrten reihe geht's gerade so. Wobei jetzt die Frage ist, mein Anhänger ist kleiner als der vom Darsee, also ob sich das ausgeht, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal nicht. Ja, wenn der Darsee schnell fährt schon. Wenn er nicht mal weiß, wo die BGA ist. Du hast doch gesagt, gibt's Hülle. Ja. Über die Bahnschranke, nächste Kreuzung rechts und dann kriegst du die Möglichkeit wieder links. Steht eh schon ein Schild an der Straße. Da muss ich ja lesen. Wenn, ne Moment, da ist sofern der Velo gut ist, noch stehen gelassen hat. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Ich hab nix niedergeführt. Ich sag's gleich, ich war's nicht. Richtig. Das ist eh welcher Film, oder? Muttertag. Richtig. Ich sag's gleich, ich hab mich nicht am Bulli drauf gesetzt. Na. Ich sag's gleich, ich war's nicht. Du hast rechts die Sachen, dann die nächste gleich links, ja. Ja, genau. Richtig. Ich seh dich nämlich von da. Die geilste Aussage im ganzen Film ist ja: Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht den Lastwagen von meinem Moped runterfahren? Woher der Boss drin steht, ne? Entschuldigung, wen könnte der LKW da draußen? Mir ist der Problem damit. Könntest du man vielleicht runterholen? Ich hab ja gefragt und hat da irgend so ein Säckchen oder so dabei hier. Ja, AKH Leben, irgendein Leber oder irgend sowas. Also krank ist er schon, der Thüringer. Ja, der ganze Film ist krank. Was ihr für komische Filme euch anschaut. Das ist Österreichs Kult. Ach richtig. So. Wenn man das nicht gesehen hat, dann... Es war kein Österreicher. Genau. Ja. Ich glaube, als wirklich als gebürtiger Deutscher, der kein Wort Österreichisch kann, hast du ein Problem bei dem Film. Ja, eindeutig. Ja, ja. Schön eintönig hier, ne? Bisschen im Kreis fahren. Den Zügen zuschauen. Zügen zuschauen. Da hast du das eh ins erste Silo gibt, oder? Jo. Gut. Jetzt haben wir mal eine andere Frage. Wofür brauchen wir dieses ganze Gehäcksel-Scheiß jetzt? Wir machen daraus irgendwas, lassen wir vergehren und dann kriegen wir Geld dafür, Biogas. Und für das Biogas kriegst du Kohle. Jo, aber... Viel Kohle. Relativ viel Kohle? Relativ viel Kohle. Also jetzt mehr, als wenn wir das Feld jetzt mit irgendwas anderes bepflanzen würden? Habe ich nie so verglichen, aber... Das ist eine gute Aussage. Da spricht der Fachmann. Naja, ich hab nicht verglichen, wie viel man pro Hektar oder sowas kriegt. Das, ich bin übrigens bei 99%. Ja, ich bin gerade unten an der Schranke. Ich nehme mal den anderen Weg, den romantischen Weg über den unbeschrankten Bahnübergang. Ich hab Pause. Den Motor abdrehst, die Spritspanne und so, Umwelt. wenn du jetzt hier gerade bei mir noch einen Motor hörst, ne, dann bist du gut, ne? Weil dann glaube ich, brauchst du auf jeden Fall mal einen Gehörschutz oder so. Weil dann hörst du nämlich etwas, was gar nicht mehr da ist. Du, ich bin schon so weit weg, ich höre das gar nicht mehr. Naja. Du bist aber gerade bei mir dran vorbeigefahren, wo ich ausgestiegen bin, nicht? Ja, glaubst du, habe ich darauf geachtet? Ach komm, der Dase, er kann es jetzt bezeugen, die Kiste ist aus. Ja, ich glaub's da eh. Manometer. Manometer sind Druckmessgeräte, nur so zur Info. Ja. Lieber schneller.
ich biege eh schon ein, der Tasi muss eh schon bei dir sein, oder? Nö, wir stehen jetzt noch da und machen gerade Mittagspause. Ja, wir suchen uns gerade die Kuh zum Schlachten aus, damit wir Steaks bringen. Also. Die haut vorher durch den Häcksler rein, weißt du, dann kriegst du nämlich schon ganz klein. Dann brauchst du nicht so lange garen, ne? Ja, gibt's Hacksteak. Genau. Den falschen Hasen, oder was? Ja, so könnte man das auch nennen. Falscher Hase, genau. Ja, wenn der Chef schon mit nichts zum Essen daherkommt, ne? Ja. Müsst ihr mal den Sklaventreiber müsst ihr euch mal geben, weißt du? Der lässt dich schuften und dann darfst du auch noch auf dem kalten Boden draußen irgendwo in der Wiese pennen, weil im Keller hat er keinen Platz mehr für dich. Keller? Keller? Katakomben. Die Scheune bietet dir ja auch nicht an. Sind wir in Amerika, wo man in der Scheune schlafen, oder was? Hier darfst du unter freiem Himmel schlafen. Ja, ist doch eh schon warm draußen, was habt's denn? So, aber ich komme jetzt noch zurück und dann werden wir die erste Folge beenden, gell? Ja, von mir aus. Dann bin ich schon wieder überzogen. Nicht schon wieder? Ja, 21 Minuten haben wir schon. Ja. Manometer. Dann bleiben wir einfach mal stehen, mal. Da, so, oder? So. Zack, aus, Sense. Ach ja. Diese Arbeitskräfte. Pause im Pause machen sind's gut. Ja, das ist doch. Das ist ja Meisterklasse. Jetzt geht diese Waschschranke schon wieder zu. Ja, weil da ist auch gerade der Zug vorbeigefahren und der sich da volle Lotte drüber mit dem Ding. Ich baue die Map irgendwann um, dass das Schaden gibt, wenn du den Zug nicht beachtest. Ich glaube, im Singleplayer gibt es eh Schaden, aber im Multiplayer nicht. So, wo steht sie ungefähr? Ah, da unten. Ja, jetzt müssen wir wieder auf unseren Chef warten, wie immer. Das letzte Mal in der letzten Folge habt ihr auf mich warten. Aber wir haben gerade richtig viel Geld verloren irgendwie, ne? Ja, wir haben auch ein bisschen was gekauft, aber... Ne, wir hatten ja bis vor, was weiß ich, wo ich angefangen habe zu häckseln her, haben wir noch ein bisschen mehr Geld gehabt. Keine Ahnung, bei mir steht 0 Euro. Ja. Ja, okay, wir haben ein bisschen was einkauft, aber ist ja wurscht. Gut, Leute, das war's für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Jo, ade. Bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüss.